15. März. Clemens Maria Hofbauer. Der heilige Clemens Maria Hofbauer wurde am 26. Dezember 1751 in Tasswitz in Südmähren geboren und zunächst auf den Namen Johannes getauft. Nach der Volksschule absolvierte er eine Bäckerlehre. 1780 kam Johannes als Bäckergeselle nach Wien. Im Jahr 1783 machte er eine Wallfahrt nach Rom. Hier nahm er im Hinblick auf ein zukünftiges geistliches Leben den Namen Clemens Maria an. Ebenso lernte er die erst 1732 vom heiligen Alfons Maria de Ligueri gegründete Ordensgemeinschaft der Redemptoristen kennen. Zurück in Wien nahm Clemens Maria Hofbauer das Theologiestudium auf. 1785 trat er dann im süditalienischen Alatri bei den Redemptoristen ein und empfing die Priesterweihe. Zunächst wirkte Clemens Maria Hofbauer als deutschen Seelsorger in Warschau. Seit 1788 organisiert er die ersten Gründungen der Redemptoristen im deutschsprachigen Raum. Chur, Jestetten und Triberg. 1808 gelangte er endlich wieder nach Wien. Bald war Clemens Maria Hofbauer durch seine natürliche und auch derbe Art zu predigen und durch seine vielfältigen Aktivitäten so bekannt, dass ihm die Gläubigen den Beinamen Apostel von Wien gaben. Clemens Maria Hofbauer verstarb am 15. März 1820 im Alter von 69 Jahren aufgrund körperlicher Entkräftung. 1888 wurde er selig und 1909 heilig gesprochen. Seit 1914 wird er offiziell als Stadtpatron von Wien verehrt. Jeder Mensch ist zum Missionar berufen. Was ist die Voraussetzung dafür? Ich glaube, dass es um eine Art Aufbruch geht, der mich Grenzen überschreiten lässt. Es muss mich drängen zu denen, die innerhalb der Kirche im Abseits stehen. Zu denen, die den Reichtum kirchlichen Lebens nicht erkannt haben. Zu denen, die ohne Glaube geblieben sind. Zu den Armen und Verlassenen unserer Zeit. Und das kann ich nur, wenn ich ein gutes geistliches Fundament habe. Wenn ich fest im Glauben stehe und treu zur Kirche. Wenn ich gelernt habe, Menschen unterschiedslos zu lieben, wenn ich bereit bin, mich auf neue Situationen einzustellen. Und in all den genannten Punkten muss ich immer noch wachsen. Missionar werden, Missionar sein heißt kein gemütliches Leben. Es schenkt dem Leben, aus dem Glauben aber tiefsten Sinn. Die Kirche lebt und wächst durch begeisterte Christen, die in der Regel ganz automatisch zu Missionaren werden. Der heilige Clemens Maria Hofbauer hat das vorgemacht.